Willkommen zurück zur Road to Ironman Serie. Wie ich es im letzten Video ja schon gesagt habe, habe ich mich spontan für den Halbmarathon in Freiburg angemeldet, sozusagen als erste kleine Challenge auf dem Weg zum Ironman. Aber leider läuft nicht immer alles perfekt und bei mir haben sich in den letzten Wochen Schmerzen an der rechten Ferse entwickelt. Am Anfang habe ich gedacht, dass es vielleicht von zu viel Training kommen könnte, weil ich ja praktisch von 0 auf 100 gestartet bin. Deswegen habe ich das Laufen dann pausiert. Ich bin gerade auf dem Weg zum Orthopäden, um meinen Fuß checken zu lassen. Ich glaube, es wird nichts Ernstes sein, aber besser mal schauen lassen. It's early in the morning. Wir sind gerade auf dem Weg nach, beziehungsweise wir fahren gleich los nach Freiburg. Keine Sorge, Autos von Eltern ausgeliehen. Wir sind immer noch low budget unterwegs. Let's go. Okay. Das ist mein Vater. Das ist YouTube. Are you on the YouTube? Yeah, yeah, me too, man. Yeah, you too. I'm recording for YouTube. Oh. Die Hälfte ist durch. Letzte 10K. Jetzt fängt der richtige Race erst an. Wir sind auf der Zielgeraden. Das sind mehr als ein Kilometer. Let's go. Ich melde mich hier nochmal zu Wort, 2 Tage nach dem Halbmarathon. Der Muskelkater ist auf jeden Fall noch gut am Start. Freiburg hat sehr, sehr Bock gemacht. Deswegen war, wir waren ein bisschen spät dran und ich habe dann irgendwie 5 Minuten vor Startschuss auch angefangen, durch diese ganzen Blocks nach vorne zu gehen, bis hin zu dem Block, wo ich starten wollte, weil ich ursprünglich bei Zielzeit, glaube ich, 2 Stunden angegeben hatte. Und dann musste ich noch den Leuten, die für die Sicherheit zuständig waren und die einzelnen Blocks getrennt haben, irgendwie erklären, dass ich mich zwar für die Zeit angemeldet habe, aber jetzt denken, dass ich schneller rennen kann. Und die haben mich dann glücklicherweise durchgelassen und ich konnte noch relativ weit vorne mitstarten. Ich hatte eine GoPro dabei, die habe ich beim Rennen die ganze Zeit in der Hand gehabt. Ich habe versucht, so viel wie es geht zu filmen. Aber die haben mehr oder weniger funktioniert, wie ihr gesehen habt. Aber all in all bin ich sehr confident in den Halbmarathon reingegangen. Ich habe mich gut gefühlt an dem Tag und habe einfach gedacht, ich hole alles raus. Marathon hat angefangen, erste 5 Kilometer, alles gut, sehr smooth gelaufen. Bisschen overpaced, also bisschen zu schnell gerannt. Ich wollte 4:30 rennen und auf meiner Smartwatch stand dann irgendwie 4:20, 4:15 nach den ersten paar Kilometern. Gegen Kilometer 10 wurde es dann härter, habe mir das erste Gear reingehauen. Habe dann noch bei einer Verpflegungsstation, wo ich so ein bisschen Wasser und ISO getrunken habe, irgendwie übelstes Seitenstechen bekommen, was mir eigentlich noch nie beim Laufen passiert ist. Aber ich bin weitergerannt und irgendwann ging der Schmerz zum Glück weg. Ab Kilometer 13, 14 wurde es dann richtig eklig. Die Sonne in Freiburg hat geknallt, 26 Grad. Meine Beine wollten nicht mehr, aber ich wollte noch, es hieß, weiter durchziehen bis zum Ziel. Ich wollte diese 4:30 Zeit unbedingt halten und habe es dann zum Glück auch weiter geschafft. Ganz lustig, es gab so ein Spendentor, das stand aber in so einer riesigen Linkskurve ganz rechts. Als ich da vorbeigelaufen bin, ist kein einziger von den Läufern da durchgelaufen, leider. Hoffentlich dann vielleicht Leute, die ein bisschen entspannter gelaufen sind.
Als ich im Ziel angekommen war, musste ich dann erstmal mich hinsetzen, durchatmen, ein bisschen Wasser trinken. Vor allem in allem hat es wirklich sehr, sehr Spaß gemacht. War eine richtig geile Stimmung, Wetter hat gepasst, die Leute waren alle gut drauf. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video einen kleinen Einblick in meinen ersten Halbmarathon geben. Gerne abonnieren, um nichts mehr zu verpassen, und bis zum nächsten Mal.